Herzlich willkommen beim 4D-Aktiencheck von SAP. Der 4D-Aktiencheck, wenn Sie sich dafür interessieren, hier verlinke ich Ihnen das Video, was das ist, eine vierdimensionale Aktienanalyse. Und ich hatte eine Umfrage auf meinem Kanal, welche Aktien soll ich denn für Sie untersuchen? Denn normalerweise verwende ich den 4D-Aktiencheck, um Aktien für meine Anlagezertifikate Asset Oscillator herauszusuchen. Ich verlinke Ihnen das Video, wenn Sie das interessiert. Und habe dann einfach mal nachgefragt in der Community, wer hat denn einen Vorschlag, wer möchte die und die Unternehmen? Und da kam 31% wollten, dass ich SAP untersuche. Und das mache ich hier und deswegen bitte den Disclaimer beachten, das ist für Sie und ist keine Anlageberatung. So, schauen wir uns doch mal um und jumpen hier rüber bei OnVista. Sie können natürlich auch jede andere Seite nehmen und gucken mal, was ist denn SAP? Ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel sagen. Trotzdem wollen wir mal genauer reingucken und gucken, eine Dimension, nämlich wie zukunftsfähig ist es und wie nachhaltig, wie grün sozusagen, meiner Meinung nach grün ist das Unternehmen. Also was macht SAP? Die haben Software und unterstützen Unternehmen jeglicher Größe, um profitabler zu werden, um auch nachhaltiger zu wachsen. Also das Thema Nachhaltigkeit spielt hier eine Rolle. Nicht nur im Sinne von monetärer Nachhaltigkeit, sondern auch ökologischer Nachhaltigkeit muss ja auch bilanziert werden. Und wenn man mal guckt, die machen Cloud-Lösungen, Datenbanken, Software rundherum. Wir gucken uns ganz kurz mal auf der Homepage von SAP an und dann sehen wir einmal, welche Branchen SAP benutzen. Also wahrscheinlich wissen Sie, dass SAP ist einfach bekannt, das ist das größte deutsche Unternehmen im DAX. Sämtliche Branchen benutzen SAP. Die sind gut, sind aber auch sehr teuer, aber sie helfen einfach, Prozesse zu vereinfachen und. Und natürlich auch, was KI angeht, sind sie voll dabei, logischerweise. Schauen wir mal, ob wir das hier irgendwie finden. Genau, die neuesten KI-Lösungen von SAP. Also auch hier sind sie dabei. Das heißt, wenn man in SAP investiert, bin ich mir sicher, dass die vierte Dimension des 4D-Aktienchecks, also die Zukunftsfähigkeit, auch der Nutzen im ökologischen, ökonomischen Sinne, ist hier sehr groß, hat auch ein gutes Rating, also ist an sämtlichen Nachhaltigkeitsfonds auch enthalten. Insofern wird die vierte Dimension würde ich hier mit einem Haken versehen. Also das sieht ganz gut aus, ein spannendes, großes Unternehmen, allerdings schon ein sehr großes Unternehmen. Dann gucken wir uns mal an, wie sieht es mit den Kennzahlen aus. Hier oben sehen wir schon 207 Milliarden Marktkapitalisierung, also schon ein ordentlich großes Unternehmen. KGV von 59,9, also 60, ja, ist jetzt nicht gerade billig, aber so sind halt die Großen. Da sind natürlich alle ETFs auf dem DAX drin, da sind alle Fonds Deutschland Aktien investiert, da sind viele Vermögensverwalter investiert und. Die treiben natürlich die Kurse dann in die Höhe. Also ein KGV von 59 finde ich schon extrem teuer. Aber jetzt müssen wir mal die erste Dimension beleuchten, nämlich die Vergangenheit. Und dann sehen wir, dass sich die Gewinne hier schon schön entwickeln. Ja, das sind hier Gewinne pro Aktie, also 3,36, 3,42. Also in 3 Jahren hintereinander, so wie man es eigentlich immer haben will. Schönes Wachstum der Gewinne. Dann ging es aber mal zurück auf 2,78. Das geht ja noch. Aber dann haben wir einen Sprung auf 4,35 pro Aktie, auf 4,46 wieder Steigerung, wieder zurück. Also hier sehen wir, Gewinnwachstum ist nicht konsistent. Es geht aber trotzdem immer weiter nach oben. Wir sind jetzt beim Gewinn pro Aktie von 5,26 im Jahr 2023 gewesen. 2024 ist noch eine Prognose, weil es ja noch nicht rum ist. Deswegen steht hier oben ein E. Und dann sind wir eben in der dritten Dimension. Was wird prognostiziert? Und aufhand der Prognosen, dass in 24 die Gewinne zurückgehen, haben wir ein Kursgewinnverhältnis von 60. Wenn wir 23 betrachten, haben wir ein Kursgewinnverhältnis von 26. Insofern ist es ein bisschen relativiert, weil wir noch nicht wissen, vielleicht sieht das Jahr ja besser aus. Was aber besser aussehen soll, ist das Jahr 25, das sind wir in der dritten Dimension, 91% Gewinnwachstum und danach nochmal 18,5. Also in den nächsten 3 Jahren sollen sich die Gewinne verdoppeln und dann sollten auch die Kurse mehr oder weniger nachkommen. Ein bisschen was ist natürlich eingepreist, das sehe ich am KGV von 59. Vielleicht verdoppeln sich die Kurse nicht ganz wie der Gewinn.
Oftmals läuft es aber dann die Kurse wieder voraus. Also insofern wird man mal sagen, naja, die Kurse verdoppeln sich, der Gewinn verdoppelt sich. Ja, das ist so die Erwartung, die man hat an die Aktie mit diesem 4D-Aktien-Check. Dann schauen wir uns die Dividendenrendite an. Die ist relativ konstant. Also die steigt mal ein bisschen, fällt mal ein bisschen, aber die bleibt relativ konstant. Ich würde jetzt bei dem Titel dann nicht so ein großes Gewicht drauflegen. Der Titel, da ist eher das Wachstum und die Gewinne interessant und nicht die Dividendenrendite. Aber gut, 1,4%, 1,58% ist nicht gerade der Zins, den wir jetzt im Moment am Markt bekommen können, aber nice to have, muss aber nicht sein. Dann haben wir Umsatzwachstum ist da, Mitarbeiter wachsen, also auch alles gut. Kurs-Buchwert-Verhältnis 3,77%. Ist normal für die Branche. Ich finde es auch ein bisschen teuer, aber so ist es im Moment eben. SAP sagen eben viele, kommen noch Gewinne, es wächst noch ordentlich. Und dann sind auch natürlich das Kurs-Buchwert-Verhältnis, also was zahle ich für die Vermögenswerte, ist relativ teuer. War aber auch schon teurer. Ja, insofern ist alles gut. Jetzt kommen wir in die zweite Dimension, nämlich die Gegenwart. Hatten wir schon ein bisschen, ne? Also die Bewertung, Kurs-Gewinn-Verhältnis von diesem Jahr. Hatten wir schon die zweite Dimension, jetzt machen wir hier aber nochmal die zweite Dimension ein bisschen genauer. Die Eigenkapitalquote, ganz wichtig für die Gegenwart. Wie steht das Unternehmen da mit 62% Eigenkapitalquote? Kann man nichts sagen. Das ist wie wenn Sie ein Häuschen finanzieren und bringen 60% Eigenkapital. Da nimmt Sie jede Bank gerne auf und Sie kriegen Kredit und können nachher auch nochmal nachfinanzieren, wenn Sie irgendwie was brauchen. Und da ist es ähnlich bei 62% Eigenkapitalquote in so einem Unternehmen, steht es sehr gesund da. Dann schauen wir uns noch die Eigenkapitalrendite an. Mit 8,325% sieht es auch. Also zwischen 8% und 17%. Das ist ordentlich. Das heißt, das ist auch das, was man so langfristig vielleicht als Rendite erwarten kann. Irgendwas zwischen 8% und 17% pro Jahr. Ja, ist nur so eine Faustregel. Also nehmen Sie das bitte nicht so ernst. Also so sieht das Unternehmen ganz gut aus. Besonders was sehr gefällt, ist natürlich diese 100%, also diese Verdoppelung in den nächsten, es sind gar nicht mehr 3 Jahre, in den nächsten 2,5 Jahren. Das ist natürlich eine feine Sache. Ja, dann schauen wir uns den Chart an. Also das ist ja Vergangenheit, um die Gegenwart auch zu beurteilen. Der Chart, das ist die gelbe Linie, ist der Kursverlauf vom SAP jetzt auf 3 Jahre. Und die mintfarbene Kurve ist die geglättete Kurve, die 200-Tage-Linie. Also was man als erstes natürlich betrachtet, die erste wichtige Linie ist natürlich, wie hat es im Jahr angefangen. Das nennen wir Unterstützungslinie. Und schauen wir mal, am 2.1. war der erste Handelstag. Hier haben wir den Jahresstart und das ist natürlich immer eine ganz, ganz gefährliche Linie. Ich sage Ihnen gleich warum, da schreiben wir Jahresstart rein, weil Fondsmanager und Vermögensverwalter denken immer in Jahres. Also am 1.1. ist alles vergessen, was vorher war und es fängt ein neues Jahr an, weil die Vermögensverwalter und Fondsmanager, auch die Anlageberater, müssen jährlich und halbjährlich Berichte für die Anleger formulieren. Und am 31.12. ist ein Stichtag, dann wird berichtet, wie das letzte Halbjahr und das letzte Jahr gelaufen ist und dann wird neu angefangen. Und am 1.1. ist Stichtag und das ist ganz, ganz wichtig, weil nach einem Halbjahr muss ja zum 1.1. bis zum 30.6. wieder bilanziert werden und berichtet werden. Deswegen ist es eine ganz, ganz wichtige Marke. Und wenn der Kurs diese Marke berührt oder hingeht, dann ist es der Risikopuffer für die Vermögensverwalter aufgebraucht. Sie wollen ja, dass die Anleger mehr haben am Ende des Jahres als vorher. Und da wird es dann immer gefährlich, auch wenn die großen Indizes an die Linie kommen, dann wird es immer gefährlicher am Markt, weil dann oftmals dann die Vermögensverwalter und Fondsmanager verkaufen wollen oder müssen und dann rausgehen und dann natürlich die Kurse noch mehr nach unten schieben. Das ist aber nicht der Fall. Wir haben hier einen super Abstand, den können wir auch gleich ausmessen. Und zwar hier war der Jahresstart und jetzt sind wir hier oben, das sind 27,48% plus. Also ein super Jahresstart für SAP, das ist super klasse gelaufen
Und da ist genug Puffer. Also da kann man Rückschläge, kann man da gut verkraften. Ja. Also selbst Nasdaq ist, glaube ich, nicht so stark gestiegen. Also das ist wirklich ein gutes Ergebnis und da braucht man keinerlei Angst haben. Insofern kann man davon ausgehen, dass es jetzt hier kein großes Risiko für Rückschläge ist. Dann haben wir natürlich noch eine andere Linie, natürlich die Unterstützungslinie, beziehungsweise das ist auch eine rote Linie, weil es keine eine Widerstandslinie ist, ist natürlich die 200-Tage-Linie. Die ist ähnlich zu sehen wie der Jahresstart. Es gibt viele technische Systeme, die 200-Tage-Linie zeichnen. Und wenn der Kurs unter die 200-Tage-Linie geht, mit ein bisschen Puffer, ein bisschen Wartezeit, dann wird verkauft. Und das heißt natürlich, dass mehr Verkäufe kommen und dann die Kurse noch weiter sinken. Also das ist auch eine gefährliche Linie. Aber auch hier ist die SAP-Aktie weit davon entfernt. Gucken wir mal, wie weit ist das? Das sind 15,8%. Also auch hier ist jetzt nicht die Gefahr, dass diese Linie durchschritten wird. Und dann haben wir allerdings auch Unterstützungslinien, denn wir haben gesehen, dass wenn der Kurs hier runter saust auf 165, dass hier dann Anleger reingehen und kaufen. Das ist eine Unterstützungslinie. Das heißt, sollte der Kurs jetzt mal kurzfristig wieder runterkommen, dann würden hier Anleger wieder einsteigen oder hier vielleicht auch. Ja. So, und dann ziehen wir das ein bisschen größer noch. Was wir allerdings hier sehen können, ist, dass hier kurzfristig hatten wir hier ein Hoch, das wurde nicht mehr, also seit Mitte März hatten wir ein Hoch, das nicht mehr geschlagen wurde. Das heißt, der Aufwärtstrend, den wir hier haben, muss erst bestätigt werden, indem der Kurs hier über diesen Wert geht, über 182. Im Moment haben wir eine Seitwärtsbewegung, aber auch kein Abwärtstrend. So, das ist die Analyse der Vergangenheit, also die erste Dimension mit der technischen Analyse. Und da würde man dann auf die Zukunft, auf die Erwartung, also auf die dritte Dimension sagen, ja, also ich erwarte keine großen Rückschläge. Ich erwarte, dass jetzt vielleicht kleine Rückgänge kommen, aber dass es dann auch weiter bergauf geht. Ja, das ist die 4D-Analyse von SAP. Ich hoffe, es hat Ihnen was geholfen, aber bitte Disclaimer beachten, es ist keine Anlageberatung. Sie müssen dann schon selber haften, wenn Sie Aktien kaufen. Es ist auch keine Empfehlung, dass Sie SAP kaufen wollen, sondern einfach auf Ihren Wunsch hin. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Thomas Hupp.